Schönen guten Nachmittag. Wir wollen heute in Systeme eine Planungsaufgabe machen, die wir dann auch einsammeln und dann auch etwas dazu geben werden. Gell? Und zwar, die 3B wird damit beginnen. Wir haben da diese Aufgabe Netzwerkanalyse und Planung. Und dort wollen wir so die Erfahrungen, die wir in dem Bereich der Netze jetzt gesammelt haben, etwas anwenden. Gell? Wir wollen da mal schauen, wir haben da Klassifizierungen gemacht, Topologien, wir haben über Netzwerkgeräte gesprochen und wir wollen da noch ein Video über strukturierte Gebäudeverkabelung anschauen und dann wollen wir uns etwas aussuchen, gell? Und eine solche Vernetzung dann mal analysieren und planen. Gell? Also ihr sucht euch fiktiv ein Netz aus, gell? Also es kann ein Hotel sein, jemand beschreibt also das Netz des Georgsheims, wie er das realisieren möchte, gell? Also etwas, was euch dann gefällt und dann macht ihr eine Analyse und Planung. Hier sind die Punkte, gell? Also zuerst mal klären, was will man da alles machen, wozu dient es, was sind die Arbeiten, was man dort macht, wer wird vielleicht dort arbeiten, gell? Das ist dann die ganze Analyse, also das was, wie bei der Softwareentwicklung und dann das wie, gell? Was brauchen wir da alles dazu und das ist die Planung, gell? Da gehen wir mal beschreiben, gell? Die Netzwerkklassen, die man hat da, die Topologien, die man einsetzt, gell? Und die Netzgeräte, mit denen wir die Vernetzung herstellen, gell? Und dann die Geräte, die wir im Netz betreiben, gell? Danach wollen wir da schauen, welche Technologie wollen wir da haben, vor allem Verkabelung oder auch Wireless-Geschichten oder so, gell? Und da wollen wir ein bisschen zählen, gell? Was braucht man da alles, wie viele Dosen, wie viele Kabel, wie die Anzahl der Access Points, solche Sachen. Und, ja, Zusatzaufgabe, gell? Zeichne das, gell? Also ich habe es ja technisch zeichnen gehabt, gell, da, gell, Lieblingsfach. Und das wollen wir dann eben als Zusatzaufgabe eventuell. Mhm. So, Dankeschön.